Abdera ist. Agios. Also Geldtransport, ne? Da könnt ihr euch hier dann richtig was unter Nagel reißen. Natürlich ist RP damit nicht ausgesetzt. Genau, hier ist die Bundesbank. Da wollen die dann am Ende hin. Da wollen die ankommen. Wo ist Abdera? Zaraus, Tiresia. Ich würde ihn gerne verfolgen. Oh, das ist ja hier unten irgendwo. Das ist das Weedfeld. Können wir Weed ernten? Das böse Weed. Ich finde Abdera nicht, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn los mit mir? Angelo Chori. Ich bin richtig doof gerade. Also, das ist wahrscheinlich irgend so ein kleiner. Da! Abdera! Das Ziel wird sein, das Bankfahrzeug zu stoppen. Das ist das Ziel, okay. So, wo seid ihr? Wo fahrt ihr? Kann auch hier Wärmesicht anmachen. Als Admin-Kamera kann man das. So, wo seid ihr denn hier? Alter, doch, Leute, Rennfahren, illegale Straßenrennen draußen hier, Need for Speed oder was? Die sind wahrscheinlich hier der Hauptstraße gefolgt. Jo, da hinten ist was. Jo, das scheint der Konvoi zu sein. Ist hier ein bisschen am desinken. Ich hoffe, das fängt sich gleich, ohne dass was kaputt geht. Was ist hier los? Professionellste Elfin ever, ja. Yeah. Nee, nee, du verschwindest nicht sofort im Boden. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Diese Desyncs sind ganz schön dolle. Ich weiß nicht, wer das hat. Das hat offensichtlich nur ein Fahrzeug. Wir verfolgen mal den Konvoi. Ist immerhin schwer zu treffen. Immerhin, genau. Ich mach mal Nachtsicht wieder an und verfolge hier die Leute. Den Konvoi von oben so. Dann können wir gleich mal sehen, wer hier was treibt. Und hoffen, dass das Desynken gleich mal hier wieder in den Griff läuft. Also meistens dauert das einen Moment und dann sollte sich das wieder fangen, eigentlich. Konvoi passiert Galati. Konvoi passiert Galati. Party hard, ja. Geht das auch in alles live, Need for Speed altes? Ja, natürlich, alles. Party time. Altes meets Portal. Ja. Die Bundesbank wird ausgeraubt. Jetzt wird auch die Bundesbank ausgeraubt. Alter, 3 bis 4 Strider, übertreib. Oh, da fliegt schon einer. Ja, ich meine, die kriegen ja auf dem Server sowieso, da muss man nicht Stream snipern. Wow! Irgendwas ist hier explodiert. Hier ist eins der Fahrzeuge ist, glaube ich, explodiert. Oh, einer ist da noch am Leben. Bist du denn? Der rennt hier. Okay, ein Fahrzeug ist schon kaputt. Ein verwundeter Polizist offensichtlich. Polizei. So, dann schauen wir mal. Wo der Konvoi denn fährt, da hinten. Schnell hin und weiter zuschauen hier. Neue Sicherheitsmaßnahmen, der Konvoi nimmt eine Straße auf einmal. Genau, erster Down, richtig. Ich weiß schon, wer die Bundesbank ausraubt, ja. Und die Helis, die klären schon auf da oben. Ach, wenn die Desyncs, das ist schon nicht normal. Da muss ich nochmal in der Konfiguration was ändern. In-game, haben die Leute das in-game auch? Wer jetzt gerade hier gerade in-game ist, sieht das bei euch auch so aus? Höchstwahrscheinlich nicht, ne? Höchstwahrscheinlich nicht. Ich verfolge den hier mal weiter. Alle nach Hatira! Ich glaube, das müsste der Geldtransporter sein da. Der Strider. Außerdem sind das nicht 3 bis 4 Strider.
sind Hunter. Nur der Geldtransport ist ein Strider. Da fährt er. Ja, ist auch seltsam. Nee, weiß ich nicht. Du musst wahrscheinlich Windows als Standardaufnahmegerät das auswählen. Dann dein Headset-Mikrofon. Dann sollte das annehmen. Standardaufnahmegerät ist halt wichtig. Konvoi in Sicht, 2 Kilometer vor Atira. Sind beim Lufthauptquartier, beim Highway. Also. Ja, nee, alles klar, Divus. Nee, ich werde auf jeden Fall an der Konfiguration noch was schrauben. Dann ist das alles gut. Das sind nicht mal HMG, sondern nur Strider. Ein HMG ist da, glaube ich, bei, aber. Das ist ein normaler Hunter. Das ist ein normaler Strider. Ich glaube, ein HMG ist da zumindest bei. Das scheint auch ein normaler zu sein. Das ist auch nicht mehr feierlich. Vor allem die ganze Zeit. Die haben den MIV-Knopf gedrückt, ja. Nee, kann man nicht ohne Gang. Ich habe gehupt. Hat einer gehupt. Das ist doch nicht normal, dass ich hier am rumteleportieren. Also mal, das ist doch hier nicht normal. Das ist doch hier Fehler dabei. Vor allen Dingen, die Leute fahren alle super gut. Das muss an den Spielern liegen, die da drin sitzen und fahren. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Wir sind gleich beim Lufthauptquartier. Wo seid ihr alle? Ihr wollt euch die Kohle unter den Nagel reißen, ne? Ihr verdammten Rebellen, ich bin ja da schon. So, schauen wir mal an hier, Wärmesicht. So sieht's normal aus hier. Da wird sogar schon hier mit Blaulicht wird hier gefahren. Das Führungsfahrzeug laggt. Der sichert nur jede Stelle, natürlich. Den Überholmanöver in der Sekunde, richtig. Dragon Slayer Ornstein, danke für den Follow. Willkommen in der Kleine auf ein Community. So. Wir folgen den Konvoi auf 500 Meter. Oh, hier sind schon die ersten. Der Konvoi wird schon verfolgt hier von den Polizisten. Was passiert hier jetzt denn? Oh, sie platzieren sich neu. Oh, offensichtlich haben sie sich repariert. Also, da fliegt keiner mehr durch die Gegend. Das scheint der Geldtransport zu sein. Sie sind in der Atira-Polizeistation, da würde ich sie nicht angreifen. Wir sind alles vorbei! Ich habe keinen Sprengstoff gefunden im Brennmelenshop, ich bin raus. Transporter sind sie da oder wie? Alle Häuser in 3 Sekunden durchsuchen, genau. Ja, folgt dem Führungsfahrzeug, egal wohin, überall! Es sind 2 Hunters, also wie ich das gerade sehe, ein Offroader, 2 normale Hunters, der Strider ist das Fahrzeug. Oh, jetzt hier sehe ich hier einen Hunter HMG, die neueste Spezial. Oh, jetzt fährt er los und es geht wieder los bei dem einenjenigen. Es ist nur der eine. Wer ist denn das? Warte mal. Einen Griff kriegen hier. Ich kriege gar nicht ins Visier. Doch, da war er. Bist du den? Gerade gesehen. Schlechten Internet. Ja, das schlechte Internet hier. Ja, das schlechte Internet. Ah, ich hab gesehen, wer war das? Der Black! Black, dein Internet ist kacke. Ja. Ja, ich schaue heute nur zu. Also hier gerade. Gebäude setzt sich in Richtung Gravia in Bewegung. Hier, die werden auch die ganze Zeit verfolgt von dem einen Heli hier oben. Mit Leuchte.
Die sind gleich bei uns. Nee, HMG, nicht GMG. Die Bullen sind Noobs, die treffen nix. Geh mal auf Ruder, die Bullen, Alter. Wie ihr miteinander redet. Jungs, Jungs, Jungs. Ja, es geht nur um den Fahrer. Vielleicht sollte wenn ihr zu zweit da drin seid, Black. Ich weiß nicht. Ja, anschreiben ist so schwierig. Gibt Sprengstoff. Nee, Sprengstoff ist wieder raus. Wir wollen hier keinen Krieg führen. Das müssen wir dann später nochmal überdenken alles. Oh, hier, der Heli, der leuchtet die ganze Zeit den Geldtransporter an. Oh, das ist der nächste Heli. Der nächste Heli. Ich glaube, gleich gibt es hier eine Schießerei. Der Stream sollte nicht laggen. Eigentlich. Apropos, ich muss, glaube ich, die Bitrate ein bisschen höher machen jetzt, denn sonst sieht das ganz schön kacke aus hier mit 1900. Ich mache mal auf 2500. Haben wir denn Transkodierung eigentlich, Leute? Ihr müsst das auch sagen, ne, wenn wir Transkodierung haben. Oh, da wird geschossen schon! Oh, da ist ein Ifrit. Ein Ifrit bricht in diese Kolonne ein. Wird gerammt. Was ist das denn? Da hat irgendeine Explosion gehabt. Was ist denn hier los? Ach so, das sind die. Ah, nee, Explosion nicht. Die haben Rauch gezündet. Schauen wir mal, da wurde getötet. Los geht. Die haben Rauch gezündet. Oh, hier, da sind die ersten Rebellen. Das Fahrzeug, die Fahrzeuge beschießen. Da werden wir sich ganz klar erkennbar. Okay, es gab ein bisschen eine Schießerei. Oh, ein Ifrit. Ifrit hat da nochmal gerammt. Zwei Ifrits auf der Straße. Ah, haben den Bullen-Offroader. Ja, den Polizei-Offroader. Eigentlich umgerannt, sah zumindest so aus. Machen wir hier die Nachtsicht. Machen wir das Ganze nochmal unter Nachtsicht an. Ja, ja, Nebel auch vom Hunter. Die kann auch Nebel machen. Oder. Oh mein Gott! Das war viel zu schnell. Ich habe Shift und Alt gedrückt. So. Der Ifrit rammt den ersten Hunter. Hunter könnte gleich Feuer eröffnen mit der HMG. Schauen wir mal. Unter Beschuss. Ich glaube, es gab noch keinen Kill. Oh. Oh, da. Der Polizeihunter wurde jetzt hier von der Straße abgedrängt. Das ist hier der U-Failed. Polizist. Nimmt aber sofort wieder die Verfolgung auf. Ja, es wurde geredet. Es wird in-game geredet. Das sieht man hier nur nicht oder höre ich nicht als Kamera. Strider setzt den Weg fort. Ifrits sind noch auf dem Weg. Haben die Verfolgung noch nicht abgebrochen. Hier. Da wird schon wieder Nebel geworfen. Voll die Verfolgungsjagd hier. Die beiden Ifrits rammen den Strider. Sieht aber ganz schön wild aus hier, was hier abgeht. Ja, der Wagen explodiert am Anfang, ja. Die Hupe ist so armselig, ja. Miep, miep. Ja, die haben ja gewartet, die haben einen Überfall gemacht. Braindead Human, danke für den Follow. Willkommen in der kleinen Community. Oh, da haben die. Das war ja eine gute Absprache hier. Da haben die den Checkpoint, die Checkpoint-Schranken runtergemacht. Oh, oh, was ist jetzt los? Da hinten wird getötet. Harry wurde getötet, die Loxe wurde getötet, Kay Graham wurde getötet. Eine riesen Explosion gab es hier gerade. Ich glaube, der Heli ist kamikaze-artig da reingestürzt. Strider ist aber noch am Leben. Hier gab es eine riesen Explosion. Und er. Oh, da lebt noch einer von den Rebellen. Wer ist denn da?
Kann ich das sehen? Ne, irgendwie nicht. Oh, und die Polizei setzt den Weg fort. Da hinten sind sie schon. Sind nur noch drei Fahrzeuge im Moment. Drei Fahrzeuge. Kein Hunter mehr mit HMG. Und sie setzen ihre Fahrt fort. Kranker Scheiß, ja. Genau, angekündigt, das ist auch so gewollt. Das ist auch so gewollt, dass die angehalten werden und gerammt. Oh, da hat der Ifrit schon wieder den Hunter hier gerammt. Und die Rebellen steigen aus ihrem Fahrzeug, aus ihrem auf dem Kopf liegenden Fahrzeug und nehmen die Hunter unter Feuer. Und den Offroader, der als letztes kommt. Ein weiterer Ifrit überholt gerade den Schauplatz hier. Und rammt den Offroader, der das Ende der Kolonne bildete, von der Straße. Offroader ist defekt. Polizist ist am Reparieren hier. Die Reifen hinten haben es nicht mehr mitgemacht. Der Ifrit ist weiter an der Kolonne. Ifrit rammt hier nochmal die Hunter. Ne, den Strider. Den Strider von der Straße. Das ist der den Geldtransporter von der Straße gedrängt. Oh, und da liegt der Ifrit auf der Seite. Das Rebellenfahrzeug hier. Junge, 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 Junge. Wäre ausgestiegen. Feuern. Und der nächste Ifrit ist wieder, hat die Verfolgung aufgenommen, fährt hier kreuz und quer, querfeld ein und ist richtig fix unterwegs hier. Wurde gerade schon geredet. Die sind alle voll an. Dafür kann ich nichts. Ich habe Angst, dass mein Ifrit detoniert. Reason und Unskinner, moin. Willkommen zurück. Ja, ja, ist inszeniert und erlaubt, ja. Ist alles so gewollt. Es ist ein Event hier gerade. Welche Ansicht findet ihr eigentlich am besten? So diese typische, wie es in echt aussieht, Ansicht oder Nachtsicht oder mache ich das bisher, sag mal, der Umschalten der Ansicht ganz gut, damit man möglichst viel sieht davon. Müsst ihr sagen, ich brauche da mal ein bisschen Feedback. Ja, habe ich auch genau. Nee, ich habe es nicht ganz genau gesehen, Divus. Definitiv nicht. Ich habe nur die Explosionen auf einmal gesehen, bin dann schnell hin. Ich hatte damit auch nicht gerechnet. Es kann auch sein, dass die beiden Helis zusammengestoßen sind. Die normale, echte Ansicht. Alles klar, alles klar. Passt, wie es ist. Ja, aber so bei so Action versuche ich dann schon noch. Oh, da hinten kommt noch ein Fahrzeug. Was ist das für ein Auto? Oh, Hunter HMG. Wer sitzt da drin? Der Siloxis im Hunter HMG. Wird wahrscheinlich auch gleich das Feuer eröffnen auf Ifritz. Oh, da läuft noch eine Person. Zwei. Sind noch nicht so wirklich zu sehen. Oh, der HMG-Hunter hat sie erfasst. Die stehen aber nur und machen noch nichts. Sind aber definitiv Rebellen. Drei sind es hier, drei Rebellen. Okay, sie nähern sich dem Hunter. Ich
Ja, Umschalten ist für Infanterie gut, genau. Also hier, man sieht ja gar nichts in Echtsicht. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Oh, was wird denn hier? Hier wird geschossen. Oh, die sind gleich bei der Bank schon. Oh, ich glaube, der Strider ist angekommen bei der Bank. Das Geld wird an die Bank übergeben. 2 Minuten. 2 Minuten left. Hier wird aber... Da hinten wurde geschossen. Aus dieser Richtung hier. Und da liegt der Eiffel auf der Seite. Mensch, das war schon? Das ging ja schnell, wa? Das ging ja schnell. Genau, man hat es ja nicht gehört, ich war zu weit weg. Da wurde mit Sicherheit kommuniziert und geredet. Ryan O'Reilly, einen wunderschönen guten Abend. Brutally Lord, danke für dein Follow und willkommen in der kleinen Waffen-Community. Die dürfen die Brücke nicht bekämpfen. So war es gedacht. Ah, der Hunter HMG hat sich hier auch taktisch klug platziert, um halt die Brücke, die Brückenseite zu schützen. Ah, okay, wechseln ist auch okay. Mensch, das ging ja schnell hier, wa? Haben sie wohl nicht geschafft. Die Rebellen haben ja auch noch ein Fahrzeug, mit dem sie es hätten auf jeden Fall... Wären sie klug gewesen, es war früh genug angekündigt. Die haben alle ganz gut Kohle. Hätten sie für das Event... kostet 750.000, glaube ich. Kann man auch nur mieten. So einen Offroader mit einer wirklich schweren 50er Kaliber, Kaliber 50 MG drauf. Und den hätten sie taktisch klug irgendwo platziert und hätten den gemeinsam mit 2, 3 so einen Fahrzeugen unter Feuer nehmen können, diese ganze Kolonne. Und dann wäre da richtig Rambazamba gewesen. Ah ja, genau. Okay, Frecki sagt gerade im Stream... Ich bin der Fahrer des Strider, niemand hat gesagt, man darf uns nicht an der Bank angreifen, weil man soll da nicht campen. Genau, sonst hätten nämlich alle Rebellen gesagt, oh, bei der Bank wollt ihr hin? Passt mal auf. Und dann wären alle vom Server in sich verbündet, wären hier hinten auf der Insel hätten sie gewartet und hätten die ganze Brücke vollgestellt mit Fahrzeugen und das wäre natürlich auch nicht Sinn der Sache gewesen. Ne? Es sollte einfach der Konvoi überfallen werden. Ja, ja, kommt, kommt, genau, das ist jetzt das erste der Art auf dem Server. Das war also ein bisschen zum Testen, zum Gucken, wie die ja, Resonanz ist, etc. Und, oh, ich habe irgendwas grummeln hören. Da hinten, was ist passiert? Oh, Schorsch! Nice try. Schorsch, der umgekippte Strider war das wahrscheinlich, der umgekippte Ifrit. Oh nein, und hier liegen Leichen. Leichen bleiben auf dem Server auch ein bisschen liegen, ne? Ein paar Minuten, Minütchen. Das Geld wurde an die Bundesbank übergeben. Der Konvoi verlässt Altes. Event beendet. Ja. Leider nicht ganz geschafft. Aber wir werden das, wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal gewesen, das erste Event. Da kommt nochmal. Events sind immer gut, genau. Haben auch scheinbar viele mitgemacht, ja. Event RPG! GG, Leute. Kann ich auch schreiben? Ich glaube, ich kann auch schreiben. Ich bin Captain später Einsicht. Kennt ihr das von South Park? Hätte, wäre, könnte. Was ist denn da los? Oh, Heliteile. Kann hier richtig schön rumfliegen, kann die ganzen Sichten umschalten. Auch nochmal kurz gucken, wo noch was passiert. Wa? Nochmal kurz ein, zwei Spieler ein bisschen verfolgen. Wo ist denn immer was los hier? Gucken wir mal hier hin. Friedliche Leute, die hier vielleicht ernten wollen. Wie ist eigentlich immer sind hier Leute eigentlich?
Salzmine. Mal kurz schauen hier. Nee. Hier ist bisher niemand. Flughafen. Warte mal, was war denn nochmal hier? Das Neigen. STRG, alles klar. Genau, so kann ich die Kamera wieder gerade machen. Die hat ja so ein bisschen so einen Seitenschlag gehabt, ne? Oh ja, so ein Ifrit ist schon teuer, ja, das stimmt. Oh, George ist ganz unglücklich. George, was ist denn gerade passiert? Dein Ifrit war doch der, der auf der Seite lag, ne? Ich glaube, dass es wehtut. Der Ifrit lag doch der auf der Seite, ne? Und hast du nicht versucht, den wieder gerade zu drehen? Oder was ist denn passiert? Ja, ich habe es gerade gesehen hier auf dem Stream. Wir müssen über eine RPG reden. Ihr hättet mit den Offroadern HMG auf jeden Fall viel, viel Unfug treiben können. Und machen können. Zwei, drei platziert und auf taktisch oder strategisch gute Positionen, auf dem Berg oder so, wo der Konvoi vorbeifährt. Und ihr hättet das Feuer gleichzeitig eröffnen müssen, dann wäre da richtig Rambazamba gewesen. Hat übersteuert und sagt, oh, er lag doch erst auf der Seite, oder nicht? Hier, das Flugfeld von Alt. Oh, da hinten fährt noch was. Das Flugfeld, schaut euch mal an, wie geil das aussieht. Bei Nacht so. Ganzen Lichter, alles bunt. Schön, ne? Wer fährt denn da hinten rum? Ifrit. Ich sag jetzt nicht wer. Also ich gucke jetzt auch nicht wer. Da hinten war noch irgendwann noch ein Ifrit hier. Da hinten. Wärme sieht schon was Tolles. Noch ein Ifrit. Mir fehlt richtig Schiss. War eine gute Aktion mit den Schützen und Ifrits von beiden Seiten aus dem ganzen Smoke. Ja, das war krass. Ich dachte auch, jetzt geht's hier richtig los. War eine coole Aktion, fand ich auch. Auf einmal den ganzen Smoke da war ja, ich dachte, das explodiert, aber das war ja nur dieser Lichtschutz im Prinzip. Nee, also es wäre noch nicht klar gewesen. Wir hatten so, das müsst ihr nächstes Mal rausfinden. Das wäre auch noch, es war noch nicht ganz, ganz klar, wie viel Geld da drin ist. Es hat nur sechsstelligen Betrag, Millionenbetrag. Nicht sechsstelligen Millionenbetrag, sondern irgendwie zwischen 1 und 9 Millionen wären es gewesen. Ja, genau, ihr hättet mehr machen können. Zweiter Fahrer bestätigt, 5 Millionen waren zu erbeuten. 5 Millionen! Junge, 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 da hätten sich die Rebellen aber gut ausrissen können mit neuen Waffen, wa? Hier werden schon die ersten Helikopter wieder ausgeparkt. Okay, wer ist denn da? Der DAF. Machen wir hier. Kann ich nicht sehen. Ja, nicht so schlimm. GamerZockLP, einen wunderschönen guten Abend. Oh, hier werden jetzt die Helikopter wieder eingeparkt. Hier ist nämlich die Helikoptergarage. Hubschrauber-Garage. Ja, na, ich hab's nicht, hab die Namen alle nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass da Leute waren. Da war schon gut was los eigentlich. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Wir haben da auf jeden Fall in Planung, mehr solcher Sachen zu machen und nicht immer Geldtransport. Vielleicht so ein Quad-Rennen quer über die Insel. Mit einem Gewinner, der dann so ein Spezialfahrzeug kriegt, so einmalig. Einfach coole Sachen. Kann man ganz, ganz, ganz viel machen. So Rally Dakar-mäßig. So, da hat das eingeparkt hier, der Gute. Hi. Ein Rebell.
So sehen die Rebellen aus mit der militärischen Ausrüstung hier. Ein Hallo gesagt, warum antwortet ihr nicht? Hm? Was ist los mit dir? Der Comet Smurf, ich habe den Comet Smurf auch nicht gesehen. Verdammt, der Comet Smurf. Der ist doch, wenn Combat ist, dann kann auch der Smurf nicht weit sein. Comet Smurf. Freizeitrebellen. Wenn du mal passiert, springen wir rüber. Springen wir über. Ich dachte immer, die Farben nur Salz. Ja, stimmt. SN war doch auch hier Salz irgendwas. Saltronaus oder so, ne? Habt ihr euch das so genannt? Oh Mann, was eine Aktion. Ja, war schon cool. War schon cool. Wir fliegen da hinten rum. Ich kann schon mal nachgucken hier. Also wahrscheinlich der von eben. Ja Mensch, jetzt normalisiert sich hier alles wieder auf dem Server. Alles gut. Ja, und ich denke, wir kommen jetzt hier langsam aber sicher zum Ende. Jetzt liege ich hier noch in meiner Hütte. Ganz alleine. So. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Der versucht hat zu rammen. Ich habe ihn kommen sehen. Ja. Coole Sachen sind immer cool. Ganz genau, Ampelman. Das stimmt wohl. Diesmal helfe ich euch George. Mich hat der Heli erledigt, der abgestürzt ist. Ja, das war schon auch eine krasse Aktion. So. Dann wünsche ich euch allen auf jeden Fall noch ein... Oh, das ist richtig was los jetzt hier auf dem Server. Junge, Junge, Junge. 46 Leute, aber noch mehr. 46. Jo. So, dann, ja, wie gesagt, wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Ne? Wenn ihr Interesse habt, dann einmal 3 und bei uns auf dem Server mitzuspielen. Gar kein Problem. Ihr kriegt das günstig für 35 Euro. 15 Euro günstiger. Nee, 35 Euro. 10 Euro günstiger. Waren das 35 oder 30? 30, glaube ich sogar. 15 Euro günstiger als bei Steam. Da kostet nämlich 45 einmal 3. Und unterstützt auch noch den Stream dabei, denn wir kriegen 10% Provision von jedem eurer Einkäufe über MMOGA. Ansonsten, ja, wie gesagt, einen schönen Abend noch. Mir bleibt nichts anderes übrig, als noch einmal kurz unser Intro-Outro abzuspielen. Und morgen ab 18 Uhr seht ihr hier den Eisen wieder. Ich weiß gar nicht, was wird er denn spielen, der Eisen? Was will er denn spielen, der Eisen? Der Eisen ist hier gerade im Chat, ich weiß nicht. Vielleicht wieder World of Tanks, das kam letztes Mal ziemlich gut an. Und ihr habt auch fleißig alle mitgezockt. War richtig cool. Habe ich mir sagen lassen. Ich habe es auch mit angeguckt noch. So, dann ja, Wiederschauen, reingehauen. Bullseye. Somebody